dramatische Musik. Meine Hand, linke Hand schläft ein, das ist irgendwie crazy. Warum auch immer, ich spiele ja damit, aber gut. Wow. Das klingt schon mal richtig. Wow. Freunde. Oh, oh. Ah. Oh nein. Wow. Hab ich's geschafft? Ich hab's geschafft, Freunde. Unglaublich, welche Unsummen die seit den 80ern in dieses Animus-Projekt gesteckt haben. Nächstes Mal müssen wir tiefer graben. Finde heraus, wonach Abstergo in der DNA wirklich sucht. Ich rechne mit deiner Hilfe, Clay. Oh, oh. Sehr gut. Fähigkeit deaktiviert. Schade. Ich bin jetzt auf der Ingenieurschule. Ah, mein Sohn, wusste gar nicht, was in dir steckt. Hier, schau. Das ist aber keine der Top-Schulen. Aber die haben eine tolle Softwareabteilung. Kaczmarek bauen Sachen, wir sitzen nicht am Schreibtisch. Sind Ihre Kollegen über unsere Sitzungen informiert? Nein. Ja,
Januar 2007. Zwischenfall wegen eines von einem Kollegen kritisierten Entwurfs. Konnte sich danach nicht auf seine Arbeit konzentrieren. Begann mit neuen Entwürfen, die sich klar jeglicher Kritik entziehen sollten. Verdacht auf Zwangsstörung und ADHS. Könnte Psychostimulantien mit SSRI verschreiben. Suche den Namen der Firma raus, die den Urlaub nach St. Barts bezahlt hat. Für Februar 2007 hatte Unrecht mit der Zwangsstörung. Patient zeigt stark maladaptive, perfektionistische Tendenzen. Nach seiner Kindheit befragt, nennt er seinen Vater als positiven Einfluss und er scheint jegliche Wut auf seine Arbeitskollegen umzuleiten. Möglicherweise elterlicher Missbrauch. Patient scheint mit der Empfehlung zu 2 Sitzungen pro Woche einverstanden. Durch seine Minderwertigkeitsgefühle ist er leichte Beute. 2007. Heute unerwartete Veränderung in seinem Verhalten. Patient wirkt souverän und selbstsicher. Vielleicht ein neuer Selbstschutzmechanismus. Patient will möglicherweise etwas verstecken. September 2007. Patient kündigt aus persönlichen Gründen seinen Job. Zeigt weiterhin unglaubliche Fortschritte. Noch kommt diese Veränderung von innen oder wird dieses Verhalten mit außen kontrolliert. Weiterführende Therapie nötig. März 2008. Patient stellt Verhaltenstheorie in Frage, glaubt sich geheilt, behauptet, das Training für seinen neuen Job sei der Schlüssel, weigert sich weiterhin, Auskunft über seine neue Arbeit zu geben. Positive Entwicklung darauf zurückzuführen, dass er sich übermäßig an neuen Bezugsgruppen klammert. Das Fehlen dieser Bezugsgruppe würde ihn stark destabilisieren. Fortführung der Therapie empfohlen. Ohne diesen Patienten ist Finanzierung der Pariser Wohnung gefährdet. April 2008. Patient verlangt Einsicht in meine Notizen. Ich verweigere natürlich, aus offensichtlichen Gründen. Patient beharrte jedoch weiter. Nach der Sitzung, wenn meine Notizen wieder im Aktenschrank liegen, muss ich den verschwundenen Aktenschrankschlüssel suchen. Erinnerung 4. Der Maulwurf. Wo wird unser Team eingesetzt? Italien, in Abstergos neuem Forschungszentrum. Ich muss wissen, was die mit diesem Animus vorhaben. Euer drittes Teammitglied hat keine Verbindung zum Orden gehalten, bis sie neue Befehle bekommt. Lucy Stillman. Sie hat Abstergo infiltriert. Seit sie 17 war, hat sie außerhalb des Ordens gelebt. Alle Verbindungen zu den Assassinen wurden gelöscht. Lucy Stillman, ich weiß, dass du hier irgendwo bist. D-Day ist der 1. Februar 2011. Du wirst von ihrem Team zur Verfolgung und Ergreifung Blutsverwandter geschnappt. Sie werden dich als Testobjekt benutzen. Gut, Lucy verschafft dir nachts direkten Zugriff auf den Animus. Und sobald du genug Informationen hast, bringt sie dich wieder raus. Willkommen im Animus, Subjekt 16. Ja, hier haben wir schöne Dinge erlebt wieder. Immer noch mit Desmond. Allerdings jetzt ein bisschen anders mit Subjekt 16. Das war nämlich nicht so schön. Stellen Sie sich die Geschichte als Buch vor. Die Seiten sind zerflattert, geschwärzt, fast unlesbar.
nur für Träumer von Nutzen. Von der Politik missverstanden und missbraucht. Doch was, wenn es einen Weg gäbe, die Geschichte zu rekonstruieren, ihre Lektionen wirklich zu verstehen? Der Animus stellt eine solche Chance dar. Wonach suchen Sie wirklich? Soweit ich weiß, stellt Abstergo keine Geschichtsbücher her. Sehr clever, Mr. Kaczmarek. Aber uns gehört ein Entertainment-Studio. Vielleicht produzieren wir ein historisches Drama. Denken Sie darüber nach, wenn Sie die nächste Sitzung beenden. Bekomme ich eine Pause? Machen Sie weiter, ich denke darüber nach. Sie können lügen, Widdig. Schließen Sie ihn wieder an, Miss Dürme.